Eigentlich, wenn man ehrlich ist, dann ist es die erste Samstagabend-Schlagershow seit, also in dem Rahmen seit 2018. So, jetzt, wo ich drüber rede, bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Selbst zu stehen und seinen Traum zu leben. Und das hat sie geschafft. Gegen alle möglichen Dinge hat sie gekämpft und jetzt steht sie da und ist mein Püppchen und ich bin so stolz auf sie. Und die Botschaft ist für alle, so wie du bist, so bist du richtig. Dieses Gefühl, weißt du, wenn du rausgehst und du siehst eigentlich gar nichts, weil die Scheinwerfer dir ins Gesicht knallen und dann fängst du an zu spitzen und der Schweiß und du schmeißt die Haare und so. Ah, ist geil. Und der Applaus. Der Applaus ist was Schönes. Warum bin ich dir sowas von egal? Ich wollte immer eine kredible Künstlerin sein und ich wollte ernst genommen werden. Ich bin ein Fallschirm. Gratulation. Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Also mir wurde eigentlich schon der rote Teppich ausgerollt. Und ab dem Moment war ich im Samstagabend-Shows-Game. Ich glaube, ich war in allen Shows drin. Für 100.000 verkaufte Alben. Deiner ersten Gold-CD. Herzlichen Glückwunsch! Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen bedanken, die mir das ermöglicht haben. Und deswegen sind hier deine Eltern. Es gibt halt gewisse Spielregeln da und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so weit irgendwann, dass ich gesagt habe, hey, Andreas, ist mir scheißegal und wenn alles im Bach runtergeht, aber ich kann da nicht mehr reingehen, ich will es nicht mehr. Wir kriegen es irgendwie anders hin, aber ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich gehe kaputt darin. Ich lasse mich nicht mehr, mach du das alles. Ich werde auch nicht meine Eltern einladen und heulen, dass sie da sind und ich werde auch nicht Icaro auf die Bühne nehmen. Solche Sachen mache ich. Ja, dann hör auf, dann muss ich aufhören. Ich war körperlich wirklich durch, weil wir haben echt viel abgerissen in der Zeit. Ich wollte das auch, also du wirst von mir niemals hören, ich kann nicht mehr. Da hat mein Körper halt gesagt, so bis hier und nicht weiter. Hattest du schon mal Depressionen? Eigentlich war es kein Burnout in dem Sinne, dass ich sage, ich war ausgebrannt und wollte nicht mehr. Im Gegenteil, ich wollte auf die Bühne, ich wollte eine Arena füllen, ich wollte ein Album machen, ich wollte all das, was ich jetzt mache. Aber ich wollte es halt frei machen und nicht mit diesen ganzen Einschränkungen.